Am 26. September fand der Vortrag Ökologischer Fußabdruck hier in der Wohnparkkirche statt. Der ökologische Fußabdruck ist ein Maß für nachhaltige Entwicklung. Aber ich sage immer, die meiste Entwicklung muss bei uns stattfinden. Denn kein Papua in Neuguinea, kein Dene im Amazonas, Völker, die ich schon besucht habe, ist weiter von einem zukunftsfähigen Lebensstil entfernt als wir. Dr. Wolfgang Pickney, Mitbegründer von Greenpeace Österreich, erläuterte einige Themen, wie zum Beispiel, wie viel Fläche brauchen wir, wie viel Fläche haben wir oder wie wird der ökologische Fußabdruck berechnet. Wir haben bei Ihrem Vortrag vieles gehört, worauf die Menschen Rücksicht nehmen sollen und was eine Gefahr quasi für unsere Zukunft bedeutet. In letzter Zeit haben wir vieles davon gehört, wie zum Beispiel Baumsterben, Ozonloch, Vogelgrippe oder BSE. Und alle diese Themen sind irgendwann wieder mal von der Öffentlichkeit verschwunden. Denken Sie, dass der ökologische Fußabdruck auch so eine Zeitgeistgeschichte ist, die wieder verschwindet? Das würde ich gerne sehen, weil dann wäre es kein wirkliches Problem. Dann könnte man beruhigter so weiter tun wie bisher. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht gerne reise oder geflogen wäre und ich bin jetzt auch erst über die Footprint-Debatte zum Fast-Vegetarier geworden und hin und wieder genehmigt mir halt ein Stückchen Fleisch. Aber heute, wo ich weiß, was da dahinter steckt an Aufwand und Platz, ne, versuche ich nicht mehr zu fliegen, meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Würde also Footprint nur irgendein Hype sein und wir eigentlich eine viel größere Welt haben, als wir berechnet haben, dann wäre ich sehr froh, ist aber unwahrscheinlich. Ursprünglich wurde immer wieder kolportiert, dass teure Energie die Menschen dazu veranlasst, dass sie weniger Energie verbrauchen. Energiepreise sind immer teurer geworden. Denken Sie, dass das etwas geholfen hat? Noch nicht. Na, wenn wir davon reden, dass Autofahren teurer sein muss, dass man umsteigt, dann redet man nicht von 20 Cent oder 30 Cent, sondern das muss das Dreifache ungefähr kosten. Da ist natürlich sozusagen die Idee des Sozialstaates, die ja zu begrüßen ist, aber dagegen, wenn man natürlich versucht, mit Förderungen und Stützungen die Wirkung vom Preis, nämlich dass eben nicht mehr jeder so viel fahren kann, abzufangen, weil es ja sozial ungerecht ist. Ne? Die Gestopften können dann weiterfahren und die anderen nicht. Das ist ja unfair, drum, egal wie hoch der Energiepreis ist, sieht man ja bei Heizöl und so, gibt es ja dann mehr Förderung. Ne? Viel sinnvoller wäre, anstatt mehr Förderung fürs Heizöl zu geben, Maßnahmen zum Isolieren der Häuser zu fördern, was ja zum Teil eh passiert, damit wir eben gar nicht so viel Heizöl brauchen, und zwar die Armen und die Reichen nicht. In Ihrem Vortrag haben Sie davon gesprochen, dass wir Konsumenten beeinflussen können, was produziert wird, letztendlich mit der Entscheidung, welche Ware wir kaufen. Aber ist es nicht so, dass gerade ökologisch wertvolle Ware sehr teuer ist? Das ist natürlich eine Herausforderung, hier Preis und ökologische, soziale Verträglichkeit in Einklang zu bringen. Ja? Bei Lebensmitteln zum Beispiel ist es so, wie ich immer sage, nicht die Bio-Lebensmittel sind teurer, die anderen sind zu billig, weil nämlich die Kosten, die durch die Pestizide dann, die man wieder aus dem Grundwasser rausfiltern muss, die durch die Umweltschäden entstehen, die zahlt die Allgemeinheit, und darum ist halt das normale Mehl jetzt eben billiger als das Ökomehl. Ja, aber wie könnte jetzt der Otto-Normalverbraucher, der eben nicht so viel verdient, trotzdem sich wertvoll ernähren, wenn er sich's einfach nicht leisten kann? Ja. Wir können uns das Essen in jedem Fall leisten. Vom österreichischen Durchschnittskonsumenten macht Essen halt einen relativ bescheidenen Anteil aus, und die Mehrkosten, die so ökologisch faire Ernährung verursacht, sind bescheiden. Sie sind messbar, aber sie sind am Gesamthaushaltseinkommen eher bescheiden. Ne? Ja, da hinten. Dieser Abend heute ist ja zustande gekommen, weil verschiedene Pfarrer hier im Dekanat 23 in Wiesing Arbeitskreisbeschöpfungsverantwortung begonnen haben in den letzten Jahren. Großartigerweise, nachdem die Kirche eigentlich über Jahrzehnte hinweg diese Verantwortung für die Schöpfung eigentlich missachtet und nicht beachtet. 1990, wir können sich erinnern, haben wir schon ein Treibhaus am Bahnhofsplatz aufgestellt und haben da 10 Tage übernachtet. Und ich habe mit dem späteren Kanzler Schüssel, damals Bautenminister, diskutiert. Er hat gesagt, ein Blödsinn und typisch Fortschrittsverhinderer, und das ist nur erfunden von den Ökos, um die Wirtschaft zu quälen. Ja. Und wir haben Schwierigkeiten gehabt, den einen oder anderen seriösen Wissenschaftler zu finden, der gesagt hat, nein, da ist schon was dran. Ja. Und jetzt
17 Jahre später ist der wissenschaftliche Konsens eigentlich soweit besser war gewesen, wir hätten schon 1990 gehabt. Sie haben jetzt sehr viel von globalen Auswirkungen und globalen Möglichkeiten gesprochen. Was würden Sie unseren Zusehern jetzt persönlich für einen Tipp geben, wo sie ansetzen sollen? Ein Haushalt, ein Zuseher, eine Familie? Ja, die üblichen Tipps sind die 4 Fs, leicht zu merken. Fliegen, vergiss es. Fahren mit dem Auto, reduzieren. Weniger, langsamer, nie allein, ne, Fahrgemeinschaften bilden. Fleisch und tierische Produkte, ne, reduzieren. Und das vierte ist nicht so leicht von heute auf morgen zu verändern. Ne. Wohnen klein wie im Fass, ne, viertes F, gut isoliert, öffentlich erreichbar. Ne, also gerade ihr bei euch mit der U6 jetzt, das ist ja wunderbar da. Kompakt, kurze Wege, einkaufen vor Ort, das ist ja da fast wie im Dorf. Das ist ja fast vorbildlich. Wenn auch Sie sich Ihren persönlichen Fußabdruck berechnen wollen, besuchen Sie doch die eingeblendete Homepage.